Gewässerpflege ist eine Aufgabe mit besonderen Herausforderungen. Das Lohnunternehmen Gottfried van Eyden hat sich unter anderem auf die Gewässerpflege spezialisiert. Zum Maschinenpark gehört auch ein Big Float Schwimmbagger. Zum Wasser bewegt sich der Schwimmbagger auf eigener Kette. Dabei werden die Dimensionen der Schwimmpontons mit integriertem Raupenlaufwerk deutlich. Heute hat das Lohnunternehmen den Auftrag, Schlamm aus einem Regenrückhaltebecken abzubaggern. Routine für Gottfried van Eyden und seine Mitarbeiter. Am Ufer wird zunächst der Untergrund gecheckt. In diesem Fall befindet sich unter der Schlammschicht ein fester Untergrund. Perfekte Einsatzbedingungen für den Schwimmbagger. Wenn sich viel Schlamm und Kraut in einem Regenrückhaltebecken befinden, reduziert das die Aufnahmefähigkeit. Das kann nach Starkregenereignissen zu Problemen führen. Aus diesem Grund werden technische Bauwerke wie Regenrückhaltebecken regelmäßig von Schlamm- und Wasserpflanzen befreit. Um diese Arbeit möglichst effizient durchführen zu können, verfügt der Big Float Schwimmbagger über einen Spezialausleger. Der ist 7,70 Meter lang und kann bis zu 4,40 Meter tief graben. Gerade wenn es um das Entfernen von Schlamm oder die Entkrautung geht, spielt der Schwimmbagger seine Vorteile aus. Der Schlamm wird zunächst im Uferbereich abgebaggert und in der Gewässermitte abgelegt. Von dort wird er dann in einem zweiten Schritt zum Ufer transportiert. Das Arbeiten mit einem Amphibienbagger setzt Erfahrung und Fingerspitzengefühl voraus. So oft es seine Zeit zulässt, setzt sich Lohnunternehmer Gottfried van Eyden selbst auf die Maschine. Für ihn eine willkommene Abwechslung zu seinen anderen Aufgaben in der Auftragsakquise und der Kalkulation. Das Schwimmbaggerkonzept hat in den letzten Jahren viele Kunden überzeugt. Das Lohnunternehmen Gottfried van Eyden ist mit der Maschine in ganz Deutschland im Einsatz. Ausgebaggert werden Teiche, Kanäle, breite Gräben und, wie an diesem Tag, Regenrückhaltebecken.